Frankfurt kommt raus und nach Berlin kommt dafür Ette hinzu. Und wir nehmen jetzt nur Expressfracht. Und auch eine neue Lok kommt hinzu. Ganz wichtig, das Wartungsdepot. Du kannst dich bei mir einkaufen, aber ich traue dir trotzdem nicht. Mimimimi. So, ich kann noch nichts erforschen, weil wir hier ein Nadelöhr haben. Moment, hier habe ich glaube ich wieder Richtung vergessen. Yep, natürlich, was auch sonst. Guck mal, du nimmst sogar Passagiere mit. Schön. So. Diese Lokomotive kannst du direkt in die Schrottpresse fahren. Ach, halt die Gosch. Habe ich hier vergessen? Jo, habe ich. Ohne Betriebsmittel ist schwierig. Da genauso. Brauche ich, glaube ich, um eine Fusion zu machen, oder? Und natürlich eine gewisse Menge Geld. Auf nach Paris mit Vollgas. Mal kurz gucken. 131 km/h und 105% Leistung. 127 km/h und 119% Zugleistung. Ja, ich ersetze die. Höchstgeschwindigkeit ist zwar etwas geringer, aber durch die bessere Leistung, denke ich, wird sich das rechnen. Altkunden für die Verfügbarkeit von 7 Waren, müssen wir sagen. Okay. Getreide, Holz und Fleisch wären da zum Beispiel gut. Warte mal. Dann lass uns doch mal den hier abändern und nicht Warschau, sondern den Stopp. Und wir nehmen auch mal den Frachtzug und die kann entsprechend Fracht. Ich war gerade mit dem Bürgermeister beim Essen, um deine Pannenserie zu diskutieren. So, Mais, Holz, Fleisch und Stoffe.
Nee, das will ich doch gar nicht. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? So, Fleisch kommt schon mal hin. Das ist sehr fein. Und mit Zucker wird es beliefert. Es muss ja nicht durch mich beliefert werden. Wichtig ist ja nur, dass was ankommt. So, wir werden über Lodge gehen. Dich erwerben wir einmal. So, dann werde ich hier auch Mais hinliefern. Dann haben wir nämlich auch direkt das Maisproblem gelöst. Lagerhalle, dann entsprechend Mais rein. Holz nehme ich auch mit rein. Das können wir dann nämlich hier rumliefern. Und habe ich jetzt auch das Richtige erwischt? Yes. Zwei Erzüge und gib ihm. Habe ich da wieder mal in die Richtung verpennt? Yo. Natürlich, was auch sonst. Komm. Wir lösen mal das Darlehen ab, damit ich da jetzt nicht mehr so den Druck habe. Kaufen dich. Ha! Da muss ich ja nicht mal nachhelfen. Hm, nicht möglich. Schade. Sie haben es geschafft. Sie haben es wirklich geschafft. Mein Luxuszug von Paris bis nach St. Petersburg ist endlich Realität. Diesen Schrott wollte außer dir keiner. So, dann machen wir mal hier einen Anschluss. Jetzt habe ich eine Sache verpennt. Sekunde mal. Und eine Lagerhalle für Mais. Ach, hier fehlen Betriebsstoffe.
Und ich stelle gerade fest, dass ich deutlich überzogen habe, deswegen würde ich sagen, ich ziehe jetzt einfach durch. Neidkuhn wächst, das ist schön. Holz ist unterwegs. Mais kommt noch. Ach, den muss ich ja hier noch ranholen, stimmt. Natürlich kaufe ich dich vorher. Also Holz ist unterwegs, Mais wird auch noch hinzukommen. Dann haben wir es eigentlich, ne? Sollen die Versorgung mit Bier? Ja gut, da versorgen sie sich ja selber mit. So, da biete ich natürlich drauf mit. Was willst du denn mit diesem Plunder? So, wie schaut's aus mit dem Holz? Ja, das, da bleibt die Produktion stabil, das ist sehr gut. Hallo, ich will die Linie aufmachen. Da, geht doch. So, Holz ist unterwegs. Sehr fein. So, es fehlt nur noch eine Ware und die ist schon unterwegs. Perfekt, Leute, wir haben es gleich. Wir sind gleich durch mit diesem Spiel. Da sind mir auch die Bonusziele ziemlich latter. Ich werde hier trotzdem versuchen, noch ein bisschen was dazu zu kaufen. Warte mal, komm. Da muss ich ja nicht mal nachhelfen. Okay, leider kann ich aktuell keine Anleihen holen. Können aber dich verkaufen. Ist zwar gerade nicht viel wert, aber ist mir egal. So, da ist die letzte Ware, die Eidkuhne noch braucht. Sehr fein. Mal gucken, ob ich den noch rausgeworfen bekomme. Ich glaube nicht. Es sei denn, wir können noch eine Anleihe ausgeben. Ne, sieht aber schlecht aus. So, ihr Lieben, es neigt sich dem Ende. In Russland gab es zu unserem Glück kaum Widerstand gegen unser Vorhaben. Da Sankt Petersburg unsere Endstation ist, wird man dort die vollen Vorteile des Nordexpress spüren. Sie können sich vermutlich kaum ausmalen, wie stolz ich auf Sie bin. Gemeinsam haben wir etwas Großes geschafft. Dies ist nur ein erster Schritt. Doch durch Projekte wie dieses wird Europa erst wirklich zusammenwachsen. Mhm. 14 Verträge. So viele Abkommen hatte es bedurft, um den luxuriösesten Zug Europas endlich auf die Schiene zu bringen. Und doch, allen Widerständen und Widrigkeiten zum Trotz war es gelungen. Eine Verbindung von Paris bis nach Sankt Petersburg, die ein zerstrittenes Europa näher zusammenrücken ließ. Gewiss, mein Zug würde nicht alle zukünftigen Probleme und Katastrophen verhindern können,
Dennoch war er ein Monument dessen, was selbst im Europa jener Zeit durch einen starken Willen und dem Wunsch nach Innovation möglich war. Die Eisenbahn hatte die Gesellschaft grundlegend verändert. Wieder einmal. Bam! Alle Pflichtaufgaben erfüllt. Und schaffen wir es zum Vorstand? Ja, Vorstandschefin. Yes! Sehr schön. Wir werden nicht weiterspielen. Wir gehen ins Hauptmenü. Und damit ist die Kampagne durch, glaube ich, oder? Nochmal kurz schauen. Ja, das war in der Tat die letzte Mission. Sehr schön. Das war's dann auch mit diesem Let's Play. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Mein Fazit, es hat auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Ich fand die Mechanik ein bisschen angenehmer als im ersten Railway Empire. Vor allem das mit diesen Frachtbahnhöfen, dass die halt zusammengelegt wurden mit dem normalen Bahnhof. Fand ich gut. Hat es natürlich hier und da auch ein bisschen tricky gemacht, aber das ist ja nicht schlimm. Grafisch fand ich schön, die Kampagne fand ich schön gestaltet und auch die Missionsziele haben mir gut gefallen. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Like und ein Abo da. Schaut auch mal gerne meine anderen Projekte rein und wir sehen uns, meine Lieben. Bis dahin, tschüssikowski.